Abschließend werden wir das gesamte Thema der Parent- und Variantenbeziehung mit der einfachsten Lösung darstellen. Und zwar gibt es da von Amazon eine einfache Lösung, die euch zur Verfügung gestellt wird, mit der müsst ihr nur umgehen können. Das System basiert am Ende genauso darauf wie all die Themen, die wir bisher aufgezeigt haben. Dabei gibt es zwei Wege. Einerseits werden wir jetzt einfach Parent und Variante in einem Ablauf erstellen und andererseits werden wir aus vorhandenen losgelösten Varianten, die nicht irgendeinem Parent untergeordnet sind, direkt eine Verbindung herstellen. Ihr geht in den Bereich Produkte anlegen, ein Produkt anlegen, das nicht verkauft wird und sucht euch eine Kategorie heraus, die natürlich mit dem Bereich Varianten bespielbar ist. Soweit, so gut. Wir sind hier jetzt im vordersten Feld der Produktanlage. Dem werden wir uns später auch noch widmen im Detail. Aber hier jetzt wirklich ganz einfach gesprochen. Ja, Parent Kelm Test Papier, ohne groß irgendwas hinzuschreiben. Natürlich muss man die Marke immer so schreiben, wie sie auch vorgegeben ist. Und eine Artikelnummer nehmen wir uns P, ne? Parent. Okay, soweit, so einfach. Viel mehr ist auch gar nicht zu hinterlegen aus diesem Startansatz. Wir erinnern uns, dass dieses Bereichsfeld ja nicht gefüllt werden muss bei einer Parent und wir gehen direkt in den Bereich Varianten. Das heißt, die einzige wichtige Entscheidung, die ihr treffen müsst, ist tatsächlich die Kategorie auszuwählen und hier nur die Kerninformationen einzuspielen. Jetzt habt ihr direkt die Möglichkeiten, all die verschiedenen Variantenbeziehungen direkt auszuwählen. Und wir machen das jetzt natürlich mal relativ einfach. Ihr seht auch hier schon, dass wir die Möglichkeiten haben. Es wird immer eine mehr angezeigt. Und dieser Klick macht das alles auch schon für uns. Wir sehen automatisch für uns vorbereitend angelegt drei Varianten. Und wir können jetzt von vornherein in die Pflege starten. Mit diesem Haken hier können wir sogar mehrere Bereiche oder alle Bereiche pflegen. Ja, Änderungen übernehmen. Alles sofort ausgewählt. Hier würdet ihr natürlich mit einer EAN jetzt im einfachsten Fall starten und müsst diese hier dann eingeben. Die SKUs sind ja auch kein Problem. Die könnt ihr dann natürlich, wenn das euer FBA-Produkt ist, mit FBA oder mit FBM oder mit Small and Light und was weiß ich nicht alles zusammenpacken. Gerne ist natürlich immer sinnvoll, dort einen Wert reinzunehmen, der irgendwie mit dem Produkt noch einhergeht, damit man da den Zusammenhang halbwegs wahren kann. Na, die 35er. Hier im Preisbereich wollen wir jetzt keine Komplettpflege machen, sondern sagen einfach, ähnlich wie dem Variationsthema, die Menge, da haben wir jetzt von jedem eins da und ihr seht, das funktioniert super. Hier gibt es noch mehrere Bereiche, die ihr pflegen könnt. Ihr seht das dann hier drüben noch, die Angebotspreise, wer möchte, das ist aber keine Pflicht. Auch Anmerkungen zum Zustand sind keine Pflicht, im Besonderen nicht bei neu. Nur das Size Map, das haben wir gelernt aus den anderen Bereichen. Das sollte man noch passabel mitpflegen, um direkt vom Start weg Fehlermeldungen zu verhindern. Ja, das haben wir schon alles in den vorherigen Videos gelernt. Wenn ihr hier jetzt gültige EANs eingebt, ja, das möchte ich jetzt einfach nicht, dann kommt ihr in ein fertiges Variantenkonstrukt aus einer Parent und den folgenden drei Childs, die wir dafür angelegt haben. Und interessant ist dann der Bereich, wenn wir merken, wartet mal, hier gibt es doch auch schon Asins. Heißt das etwa, wenn ich jetzt hier ein Produkt rausnehme, dass ich mit vorbereiteten Asins, die ich ja schon kenne, weil es die ja schon gibt, ja, weil ich die ja schon irgendwo habe,
Kann ich auch mit diesen arbeiten? Ist das tatsächlich möglich? Dazu legt man die Sachen rein, bestätigt einfach nur nochmal, ja, ist mein Produkt, oder zurück zum Formular, komplett unstrittig, ja, es ist mein Produkt. Na, ihr seht schon, manchmal spinnt das etwas rum. Dann gleichen wir noch ab. Die Nummern, die stimmen nicht ganz. In der Vorlage selbst haben wir hier dann Bindestrich weggelassen. Der Rest passt soweit. Und das Spannende ist jetzt tatsächlich, dass wir einfach loslegen können. Und damit hat sich das Ganze auch schon erledigt. Ja, wir haben alles eingetragen. Ah, das war jetzt mein Fehler. Ich hätte natürlich unten Speichern und Beenden drücken müssen. Hier. So. Fertig. Wir springen jetzt in den normalen Lagerbestand wieder rein. Wir sehen, hier sind noch die drei getrennten soweit da. Und ich sehe schon, ich habe hier die 2,5 zu 3,5 aus Versehen gemacht. Das kann passieren, aber wir aktualisieren jetzt. Und wenn wir dann kurz warten, entsteht hier tatsächlich genau das Konstrukt, was wir wollten, im Gegensatz zu einer Variante mit wie hier 3, haben wir jetzt gleich nur noch eine Variante mit 2 Produkten. Ja, dazu einfach aktualisieren. Und da sehen wir es. Die 25 und die 15, so wie geplant, wurden reingesetzt. Damit können wir arbeiten und damit können wir vom Start weg immer sofort sauber Dinge anlegen. Aber wir können schlicht und ergreifend auch bestehende Artikel, die nicht in einer aktiven Variante, also unter einem Parent verhaftet sind, zusammenführen und nach Belieben zusammenschieben. Abschließend, die ersten Videos sind wirklich wichtig für die Basisszenarien. Man weiß immer nicht, wie lange so eine Möglichkeit im Seller Central verfügbar ist. Das Thema mit den Flatfiles funktioniert immer, ist auch anhand der Copy-Paste-Situation, dass alle Daten sofort da sind. Das viel bessere als das, was ich jetzt gezeigt habe. Jedoch glaube ich, für viele von euch ist das schlicht ein gängigerer Ansatz, der euch etwas einfacher fällt und tatsächlich auch weniger Probleme mit den Excel und den Fehlermeldungen mit sich bringt. Also guckt euch das ganz in Ruhe an. Das ist wirklich super trivial gehandelt von Amazon. Sie unterstützen euch da voll und ganz. Die verschiedenen Felder führen euch, helfen euch. Ihr könnt auch wieder was löschen, neu anlegen, nachpflegen, im Nachgang so und so, weil die Daten werden ja dann noch ausgeblendet gezeigt. Das heißt, dann geht man dann zusammen ins Backend rein und dann pflegen wir erst richtig Content. Aber das Thema Varianten ist ja auch für viele so schon wichtig. Deswegen haben wir das schon hier platziert.